Ich bin in der urologischen Facharztpraxis Domnitz. Das Thema heute: Vasektomie. Was bitte ist Vasektomie, Herr Domnitz? Die Vasektomie ist eine operative Verhütungsmaßnahme beim Mann bei abgeschlossener Familienplanung, wenn die Frau zum Beispiel entlastet werden soll von anderen hormonellen Kontrazeptiva, ist es eine sehr sichere, aber dauerhafte Verhütungsmaßnahme. Wie aufwendig ist eine Vasektomie? Der operative Eingriff dauert 15 bis 20 Minuten, geht gut in örtlicher Betäubung, in Lokalanästhesie, schmerzfrei durchführbar und insgesamt muss der Patient so ungefähr eine Stunde in der Praxis bleiben. Ist eine Vasektomie sicherer als Pille oder Kondom? Das kann man definitiv so sagen, ja. Und wenn dann trotzdem nochmal ein Kinderwunsch entstehen sollte, ist sie reversibel? Also die Vasektomie versteht sich eigentlich als endgültige Verhütungsmethode. Es sollte keine Option darstellen, noch einen Kinderwunsch zu haben. Also es ist als temporäre Maßnahme nicht geeignet. Im Notfall, wenn wirklich nochmal ein Kinderwunsch entsteht, könnte man natürlich Spermien aus dem Hoden separieren für eine aufwendige künstliche Befruchtung. Vasektomie in Berlin bei der Facharztpraxis Domnitz.